Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scarlet Nexus. Ja Leute, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sehr, sehr schön. Ich begrüße euch sehr herzlich bei dieser Folge. Und heute machen wir verschiedene Sachen. Wie cool die Textur aussieht, ne? Bei diesem Schrank irgendwie. Ich kann mal. Irgendwie finde ich das nice. Ja, heute geht's weiter mit der Hauptquest. Wir haben ja ein bisschen in der letzten Folge viel geredet, ein paar Nebenquests gemacht und so weiter. Heute geht's aber weiter mit der richtigen Quest. Aber was ich davor noch machen will, ist, ich will mal meine Mates ein bisschen anpassen, richtiger. Das mache ich jetzt nach 41 Folgen. Ja, Leute, ich weiß, das hätte besser kloppen können, ein bisschen besser funktionieren können. Aber ich möchte ein bisschen meine Charaktere besser machen. Also meine Teammates. Denn ich glaube, da geht einiges. Fangen wir mal an mit Cheaten. Also ich habe mir überlegt, dass ich Arashi zum Beispiel... obwohl, wir gucken mal. Arashi. Ja, okay. Ich glaube, das macht Sinn. Arashi könnte ich mir vorstellen, sie als... Oder die beiden hier. Hier, Kyoka ist stark, nämlich sehr viel Kraft. Also Arashi können wir... Obwohl, Arashi ist auch stark eigentlich. Ich glaube, es macht gar nichts viel aus. Nehmen wir mal Arashi zum Beispiel, dass wir sie als Healer machen oder so. Vielleicht geht das ja mit Plugins. Lass mal gucken, was wir uns dann holen können. Und vielleicht eine bessere Waffe für ihr kaufen können. Also machen wir es mal Arashi fertig. Plugins kaufen wir für ihr. Und eine Waffe vielleicht. Mal gucken. Wir haben ja echt viel Geld gesammelt. Deswegen können wir das auch mal ausgeben. Dass wir ja ein bisschen unsere Mates auch stärker machen. Denn das vernachlässigen wir ein bisschen. Also wir machen das hier und da mal. Aber nie richtig. Deswegen gucke ich mal, ob ich jetzt hier was... ja, für ihr bekomme. Großartig. Also gucken wir mal. Das ist schon mal schlechter. Das ist schon mal besser. 13% kostet 2000. Ja. Das ist schon mal gut. Das, gucken wir, das ist doch das Beste schon für ihr, ne? Ja, komm. Dann kaufen wir das schon mal für ihr. Dann haben wir das schon mal. Das machen wir gleich. Und dann noch Plugins für ihr, was gut ist. Also gute Plugins. Das kostet 5000, das hier zum Beispiel. Das können nur wir tragen. Und das können alle tragen. Metallic-Plugin in Notfällen macht vorübergehend unverwundbar, nachdem der Anwender Schaden erlitten hat. Das ist geht schlecht. Das könnte für uns sogar gut sein. Okay, was haben wir hier? Schockverstärkung. Also Schockverstärkung ist natürlich, glaube ich, gut für Schienen, ne? Das werden wir dann für Schienen uns merken. Plugin mildert leicht die Chance auf negative Statuseffekte. Verwirrt sendet einen Elektroschock. Okay. Ja. Gesundheit. Okay, es gibt ganz so viel, was ich dachte. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen mehr. Okay, Leute, dann hauen wir die Plugins eigentlich bei allen rein. Stark, oder? Dann würde ich sagen, okay, wir müssen einen Plan haben, Leute. Ich muss kurz gucken. Wir wollen das ja taktisch insane machen. Erstmal das hier. Teil 4. Oh, ist Gold da. Nice. Okay, nice. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, Gesundheit bekommt, also sie bekommt Gesundheit und Kraft, glaube ich. Und Verteidigung machen wir bei jedem einfach. Ich glaube, das Beste. Solange unsere Mates leben können und Stärke haben, ist es, glaube ich, das Beste. Und alles andere machen wir bei uns dann. Komm, machen wir das so. Ich weiß nicht, ob es clever ist, Leute. Was ist das hier? Ah, das ist auch nice. Nee, das ist doch gut. Nee, das behalten wir bei ihr. Das ist, gefällt mir. Erhöht die Gesundheitsregeneration des Hauptcharakters um 10%. Das ist nice. Das finde ich ganz nice eigentlich. Viel. Ach, krass, okay. Wiederbeleben, Erholung. Ey, können wir doch machen, vielleicht. Vielleicht, okay, wir rudern zurück, Leute, wir rudern zurück. Ein Plugin, das die Heilung während des Wiederbelebens verbessert, wird der Nutzer wiederbelebt, wird ein Großteil seiner Gesundheit wiederhergestellt. Ey, das ist ganz nice eigentlich. Ja, aber ansonsten gar nicht so krasse Sachen dabei, ne? Verteidigung ist halt gut für ihr, ne, glaube ich. Na gut. Hilft uns das, Leute? Hilft uns das? Ich bin, glaube ich, mit der anderen Idee, die ich machen will, ein bisschen besser, glaube ich. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Komm, wir machen das so, wie ich gesagt habe, oder? Ich finde das doch ein bisschen cooler. Ob das Sinn macht, Leute, weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden müssen. Aber man kann es ja wieder verkaufen, ne? Wir können es ja dann wieder verkaufen, wenn scheiße ist. Aber ich will das mal probieren. Ich will das mal probieren für mich. Also Kraftfeld
Ja, kostet 5.500. Da müssen wir 4 Stück, ne, 3 Stück von, haben wir 4. 1, 2, 3, 4. Oh, kostet 6.000, Leute. Oh, shit, Leute. Ey. Aber wir können es ja verkaufen, oder? Wir können es ja wieder verkaufen. Deswegen, komm. Wir hauen rein jetzt. Wir machen das einfach mal. Dann, Kraftverbesserung. Auch 5.500, auch wieder 6 Stück, 4 Stück. Wieder 6.000. Dann Gesundheitsschub. Auch 5.000. Okay. Ey, ich hoffe, es lohnt sich, Leute. Ich hoffe, es lohnt sich. Wir können eh jetzt nur 2 auswählen. Das ist ja das Ding, ne? Aber immerhin. Immerhin. Okay, Schienen, Kraftverbesserung. Bekommt ihr direkt das Beste. Ja, das hier, ne? Dann Gesundheitsschub. Bekommt ihr auch das Beste. Kraft der Verteidigung? Nee, Kraft der Stärke. Okay. Ey, ich will den. Ah, Mist, ich will auch den dritten haben noch, ey. Kommen wir noch nicht, oder? Das dauert vielleicht noch. Ey, schade. Ah, gut. Ah, Waffe müssen wir auch noch kaufen für die Kollegen. Ja, gut, egal. Wir machen das jetzt mal so. Kraft, Gesundheit haben wir hier. Machen wir auch Kraft, Gesundheit. Gesundheitsschub und Kraft. Ich hoffe, es lohnt sich, Leute. Ich hoffe, es lohnt sich. Die Kraft ist Verteidigung. Wir wollen eine Kraftverbesserung haben, okay. Und das hier doch. Natürlich hätte man auch einen Tag machen können, ne? Wir können auch natürlich auch einen Tag machen. Ein Tankbild. Vielleicht bei Kagero oder so. Dass Kagero ein bisschen reintankt. Also die beiden können Stärke machen, glaube ich, oder? Und die beiden können reintanken, denke ich. Ja, komm, lass so machen. Wir machen die beiden zu Tanks. Das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee eigentlich. Kraft, Gesundheit natürlich hier auch. Und dann hier Kraftverbesserung oder Kraftfeld. Weil wir wollen da rein tanken, wie gesagt. Nee, das nicht. Ist man das hier? Gesundheit. Und Kraftverbesserung, also Kraftfeld. Ey Leute, ich hoffe, es macht alles Sinn, was ich hier mache. Ich bezweifle es stark, aber wir probieren es einfach mal, ne? Was haben wir zu verlieren? So, das haben wir ja schon. Ist das höchste, glaube ich? Ne, das ist noch höher. Okay, das können wir. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen was anderes machen jetzt. Bei unserem Charakter. Vielleicht ein bisschen mehr Leben, was meint ihr? Ein bisschen mehr Verteidigung. Wurde schon nice, ne? Ey, wir machen doch. Ich mach Kraftfeld noch, glaube ich. Ja, wir haben echt viele neue Sachen. Ne? Es gibt echt viel. Ja, Wiederbelebung sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Ja, gut. Ey. Ich glaube, wir nehmen einfach das, oder? Kraftfeld. Haben wir Verteidigung ein bisschen mehr. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber weniger Kraft dann, oder? Tatsächlich, ja, weniger Kraft dann, okay. Ah, stimmt, weil wir... Ah, obwohl... Nee. Ah, schwierig, Leute, schwierig. Ja, wir sind so schon nicht stark genug, so stark, ne? Deswegen würde ich doch mal lieber die. Komm, wir behalten das. Wir lassen es so. Ha, schwierig, Leute, aber wir kaufen noch kurz Waffen für unsere Kollegen. Waffen, aber wir können auch tauschen vielleicht, ne? Obwohl, will ich das. Geht das sogar ein bisschen besser, die Waffe hier. Nee, wir kaufen doch.
Also hier, das ist gut für ihn. 2000, das ist natürlich. Ha. Kostet schon einiges, aber es lohnt sich hoffentlich. Unsere Mates sind ja auch wichtig, ne? Und dafür ist das Geld ja da, ne? Dafür ist das Geld ja da. Na komm, gehen wir rein. Also, Schieden bekommt Stufe 4. Sie hat Stufe 4. Sie bekommt Stufe 94. Er bekommt 4. Okay, Leute, das ist doch nice. Das könnte doch nice sein. Was wir machen können, wir können ja verkaufen, oder? Wir können ja Waffen verkaufen, die alten Dinger. Die kosten, okay, 20. Na gut, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ja, komm, gut, dann egal. Dann lassen wir so. Ey, es hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir speichern. Und dann gehen wir rein. Ich hoffe, es lohnt sich, Leute. Wenn ihr Tipps habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ne? Alles gerne reinballern. Auch wichtig halt für dann den nächsten, mit Yuito, ne? Den nächsten Run. Deswegen haut gerne alles in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Aber gut, wir gehen jetzt rein in die Quest, in die nächste Main Quest. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und let's go, gehen wir rein. Ja, Kassane will wieder ein bisschen schlafen. から追っ手がかかっている可能性もあるし、注意した方がいいと思う。できるだけ私の方でもサポートするからね。相変わらずハルカは優秀だな。ユイト隊の方の渡るもできるやつだと思ってたけど、ハルカもめっちゃ優秀。さすが双子、いつもありがとな。愛してるぜ。お兄ちゃんの名前を出さなければ完璧な褒め言葉だったわね。でもありがとう。よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。お前むしろ人を褒められないことが恥ずかしくないわけ？貴様にそんなことを言われたくはない。今日か嵐行きましょう。カゲロウとシデンはここでじゃれ合いたいそうよ。だってよ、じゃれ合うかシデン。殴り合いでも超能力でも未来の若者には負けないぜ。うるさい、僕をお前のグループに入れるな。しかしセイラン政府に話をつけるとして、どこから攻める？確かにセイランの町へ行く前にそこを考えておかないといけないわね。セイラン政府にコネなんてねえからな。マスコミに顔の広い嵐でもダメか？好奇心をいなし、イメージ戦略に利用するのは得意だが、こちらが都合よく使うとなると難しいね。ましてやそれが政治利用。その上、聞く人間からすれば突拍子もないザレ事だからね。本当なら噂レベルで市民に情報を流し、興味を高めた上で伝えるような内容だし。さすが元スパイ、参考になるわ。褒めてくれてるんだろうけど、ちょっと複雑な心境ね。ん？おい、話に集中しろ。前に来た役人はどうだ？ユイトを暗殺しろって話を持ってきたやつがいただろう。ナオミの件で揉めちゃったし、素直に私たちの話を聞いてくれるとは思えないわ。カレンならセイラン政府に話をつけられそうよね。なるほど、カレン連隊長か。確かにあの人なら。そういえばナオミの研究所で会った時、慌ててどこかへ向かっていたわよね。今どこにいるのかしら。あ、待って、みんな、特異生命研究施設に変化があった。ナオミのことで監視してたのが幸いしたわ。これは怪異兵器の運搬を始めてる。運搬？どういうこと？転送能力者によるピストン輸送をするみたい。目的地は水波川。その中にナオミも含まれてる。お姉ちゃんも連れ出して一体何をするつもり？怪異兵器をわざわざ運び出す時点でろくな目的じゃない気はするが。
計画書なんかは残されてないか？動くにしても理由はあるはずだ。待って、あったけどほぼ黒塗り。あ、でも責任者の名前が。え、本当に？一人で驚いていないで、早く教えて。怪異兵器を持ち出そうとしているのは吹雪連隊長なんです。吹雪が？なんであいつが？スプリング製薬が運営している研究所なんだし、吹雪が何か関わっていてもおかしくはないけれど。それにカレン連隊長が関わってるのかも気になる。関わってるとしたら。理由なんて今はどうでもいい。現地で聞き出せば済む話よ。そうだな。どっちにしろナオミちゃんを助けに行かねえとな。ああ、吹雪が指揮を取っているなら話もしやすいはずだ。転送能力者だって一度に怪異兵器を運びきれるほど人数を揃えられているとは思えないしね。ピストン輸送とはいえ、転送と転送の合間に休憩が挟まるはず。きっと今からでも間に合うわ。手が出せなくなる前に急ぎましょう。吹雪連隊長は水波川で何をするつもりなんだろうね。怪異兵器を周防に移送するつもりかもしれない。そうなったらもうナオミたちの安全は保証されないぞ。早くお姉ちゃんを取り戻さないと。急ぎましょう。 Hey, wo müssen wir zählen? Gehen wir auf die Karte? Nee, das ist die Karte nicht.Was ist die Karte? Ne, wo war nochmal die Karte? Okay, das könnte ich gar... Okay, Bezirk Mitsu Hagawa. Okay, da müssen wir dann anscheinend. Yukiri-Brücke. Okay, gehen wir dann. Let's go, oder? Gar nicht lange warten, direkt drin da. Ah, hier wieder. Okay, ich erinnere mich. Hier waren wir schon ein paar Mal, glaube ich. Dreimal oder so? Okay. Gut, speichere ich hier nochmal.Nice. Auf jeden Fall ist jetzt wieder das Thema Naomi. Ja, wir haben so ein bisschen zwei Aufgaben aktuell, ne? Hab ich das Gefühl. Einmal Naomi und natürlich einmal das mit dem Mond und so weiter. Ja, ja, hier waren wir definitiv schon ein paar Mal. Okay.So, bin mal gespannt, ob das jetzt das gebracht hat, unsere Mates, dass sie ein bisschen stärker sind. Wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das direkt merken werden, aber vielleicht ein bisschen, ne? Vielleicht ein bisschen. Okay, nice.Okay, cool. Nein, die Gegner, die sind nervig. Die sind ein bisschen nervig. Aber kriegen wir hin. Ah, nice. Ausgewichen, perfekt. Ah, shit, ich wollte gerade L2 aktivieren, aber geht nicht mehr. Keine Power mehr.Na jetzt, nice. Perfekt. Das Problem ist, okay, den kennen wir auch noch. Ich weiß gar nicht, welche Gegner neu sind immer, ne? Zumindest von den Standardgegnern hier. Also die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Der in seiner Box drin ist immer. Daran erinnere ich mich sogar. Oh, shit.Okay, so einen kleinen Mini-Boss hier wieder. Direkt, okay. Nice. Ein Bagger kommt. Mega. Mega. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Okay, macht gut Damage aber, der Kollege. Oder Kollegin. Weiß man ja gar nicht. Ah, Leute. Ah, Mann, der ist nervig. Ungestunt, perfekt, perfekt. Ah, gut. Unsere Mails, ja, machen jetzt noch nicht so viel Damage, wie ich mir so hoffe. Gefühlt zumindest. Aber gut, der ist auch Level 40, ne? Der ist ja auch Level 40. Deswegen vielleicht, ja, liegt's am Level. Wieder gestunt, perfekt, Finisher direkt hinterher und Level up. Okay, nice, das haben wir schon mal gleich das Level, aber leider nicht bekommen. Ja, aber jetzt haben wir es bekommen. Okay, waren das alle? Waren das alle? Ich glaube wohl, wir haben Level erreicht. Gucken, ob wir jetzt das letzte, ja, können wir machen. Perfekt. Dann haben wir das auch voll erzielt, das Gehirnfeld. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Dann jetzt das Gehirnantrieb machen wir auch noch fertig. Als nächstes. Ich glaube, diese beiden Ultimates, in Anführungsstrichen, sind es ja nicht wirklich, aber diese Mega-Fähigkeiten, die wir haben, sollten wir schon komplett upgraden. Das macht schon Sinn, glaube ich. So, liegt noch ein Item? Ich denke nicht, oder? Nee, hier nicht. Da auch nicht. Gut, dann gehen wir hoch. Dann gehen wir hoch und weiter. Kurz eine Schau nehmen. Taktik ändern. Krass, okay, man kann auch die Taktik ändern, Leute. Das habe ich nicht ganz. Das habe ich jetzt seit 40 Folgen übersehen, mehr oder weniger. Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Also, was machen wir? Also, er ist ja unser Tank hier, ne? Kageos ist unser Tank, das wissen wir. Kageos ist unser Tank, oder? Kraftverbesserung, Gesundheitsschub. Ja, wer hat mehr Leben? Hat sie mehr Leben? Also, sie hat 2300, okay. Okay, hat mehr Leben. Komm, ich nehme Schienen mit für Arashi. Und dann machen wir bei ihm. Selben Gegner greifen wie ich. Das ist, glaube ich, gut. Das gefällt mir. Und er macht nicht übertreiben, oder? Ausweichmanöver. Er macht andere Gegner greifen, oder? Kämpfen bis zum Schluss. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Er hat gut Damage. Er hat gut Leben. Er hat gut Verteidigung. Nimm ihn. Nimm mal das. Ich probiere es einfach mal. Ob das alles hier Sinn macht, Leute. I don't know. Ne? Also, wir werden es alle herausfinden müssen. Gemeinsam. Oder ihr wisst das bereits schon. Ne? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr meint, ey, nee, das ist viel besser so. Probiert das mal lieber so. Dann haut das alles gerne in die Kommentare. Ne? Sehr, sehr gerne. Oh, nice. Okay, die beiden machen aber gar nichts mehr jetzt nach der Taktik. Nice, perfekt.
Okay, check ich jetzt nicht, wieso die jetzt gar nichts mehr machen. Na gut, vielleicht liegt es am Gegner. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es hier an dem Gegner, dass der ein bisschen... Okay. Oh, ey, dieser Gegner, wie nervig kann ein Gegner sein, Leute. Gut, dann... Oh, zwei Stück von denen, Leute. Zwei Stück von denen. Okay, nice. Gehen wir hier wieder hin. Ah, hier waren wir schon, ne? Genau das haben wir ja schon mal gemacht eigentlich. Mehr oder weniger. Genau hier waren wir schon mal. Okay, also den Kollegen hier wegmachen, dann haben wir sein Glitch. Okay, reicht nicht. Wäre cool, wenn wir das machen können, ja. Danke, danke. Hey, reicht das nicht? Na gut. Okay, er kommt nicht raus, obwohl wir unsichtbar sind. Schieden macht aber gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es dann geht. Er steht aber in der Ecke und macht nichts. I don't know, Leute. I don't know, ob das so soll oder nicht. Ich hoffe. Tja. Okay, ich bin unsichtbar. Er kommt trotzdem hier raus. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Na jetzt. Boah, nervige Gegner, wirklich. Nervige Gegner. Egal, gut. Schieden, danke für nix, ne? Danke fürs Rumstehen. Danke fürs Helfen. Ja, ich werde es mal weiter beobachten, ne? Falls das nicht besser wird, dann müssen wir das wahrscheinlich ändern. Ist das Bug dann? Keine Ahnung. Aber wir schauen mal. Wir speichern jetzt, Leute. Dann soll es erstmal gewesen sein für die Folge hier. Ja, war wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind gerade mitten auf einer Quest. Ja, Naomi war was. Mit Naomi, stimmt. Wird aber sehr spannend, also wieder. Vielleicht können wir dann hier ein bisschen hier wieder Fortschritt machen bei diesem Thema. Das haben wir ein bisschen nach der Mondsache ein bisschen aus den Augen verloren. Aber jetzt sind wir back. Deswegen, ja, mal gucken. Vielleicht können wir jetzt hier ein bisschen Fortschritt wieder machen bezüglich dieser Sache. Da würde mich auf jeden Fall freuen, denn diese Story, ja, da waren wir komplett drin. Ja, des Weiteren, vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Kommentieren und so weiter, fürs Abonnieren. Dass ihr diesen Channel supportet, das ist sehr, sehr nett und ja, supportet diesen Channel, wie gesagt, sehr. Mich freut es, dass ich euch immer in den Kommentaren sehe oder so. Sehr, sehr cool, also vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid oder bei einem anderen Let's Play. Schaut gerne mal rein auf meinen Channel, ich mache einige. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Man sieht sich.